Am 16. September 2020 lud die Idoversum GmbH wieder zum virtuellen Kamingespräch ein. In einem Impulsvortrag ging Dr. Christian Büttner, Leiter des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie der Stadt Nürnberg und Vorstand des Bündnisses für Bildung, darauf ein, welche Bildungsangebote Schule braucht, um Jugendliche auf die Zukunft im digitalen Zeitalter vorzubereiten. Ich würde ganz gerne, weil ich gestern auch zum Thema Zukunft mir mal überlegt habe, mit einem Zitat starten. Sie kennen die Dame alle, zumindest wenn Sie Weihnachten sich die Serien am Vormittag anschauen. Und ich fand einfach diesen Satz auch so spannend, einfach aus dem Grund, und zwar das Letzte, gar nicht so, denn die gerade jetzt lesen lernen. Ich habe aktuell, ich habe 5 Neffen und Nichten und davon geht der erste jetzt in die zweite Klasse und der zweite geht jetzt in die erste Klasse. Und ich habe mir dann überlegt, wenn der Abitur macht in 13 Jahren, dann ist das Jahr 2033. Und wenn ich jetzt zurückrechne, würde ich sagen, das war das Jahr 2007. Im Jahr 2007 gab es noch kein iPhone. Nur mal als Thema dazu. Nur als technische Innovation. Ja, und das iPhone ist aus meiner Sicht nicht die Innovation, warum. Es war ein Smartphone, aber es hat eins gemacht. Es hat das Internet in die Hosentasche geholt und hat Anwendungen auf den Weg gebracht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Damals. Ja. Ich weiß noch, in der Zeit war es, glaube ich, das Höchste, wenn sich jemand ein Auto gekauft hat, dass er eine Navigation im Auto fest eingebaut hatte. Die hat man sich damals auch teuer bezahlen lassen. Heute wird keiner mehr auf die Idee kommen, da diesen Geld auszugeben, weil es Google Maps gibt. Und das waren Innovationen, die durch das iPhone möglich waren. Das war für mich so ein Grund, auch warum ich dieses Zitat so gut finde, dieses jetzt lesen lernen. Es geht also nicht nur um die Jugendlichen, sondern es geht auch um die Kinder und es geht um diese Gesellschaft. Und das zweite Zitat, da fehlt das Bild. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe kein Bild von mir da rein. Weil ich habe ein Zitat, das habe ich vom Vierteljahr gebraucht, für den Deutschen Städtetag, habe ich das letzte Wort Kommune durch Gesellschaft geändert. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir nicht in die Kompetenzen für das digitale Zeitalter investieren, dann ist diese Gesellschaft hier nicht zukunftsfähig. Und zwar meine ich jetzt tatsächlich Gesellschaft im Zusammenleben, in unserer Demokratie, aber auch in der Arbeitswelt. Ich weiß nicht, wer die Bilder, ich glaube, da konnte ja auch keiner vorbei auf der ganzen Welt, glaube ich auch, also man hatte kein Fernseher oder kein Internet. Wenn man die Bilder in Berlin gesehen hat, Ende August, wo Leute auf die Straße für Freiheit und Grundrechte einstehen und dann Putin als ihren Retter feiern, dann ist das für mich eine Frage, was läuft in dieser Gesellschaft falsch? Oder wo verwenden die oder welche Informationen verwenden die, beziehungsweise welche Informationen verwenden wir nicht und welche oder sind wir als die, die sich für intelligenter oder auch für vielleicht besser informiert halten, sind wir auf dem anderen Auge vielleicht auch ein Stück weit blind oder sehen wir, kriegen wir das nicht mit. Und das ist für mich eine Faszination, die aktuell auch läuft, die ganz stark mit dem digitalen Zeitalter zu tun hat und zwar aus einer Zeit, die wir alle kennen. Früher war es so, wenn man als Lehrer, und deswegen ich spreche das Thema Schule durchaus auch an heute, wenn ich als Lehrer die Süddeutsche Zeitung gelesen habe oder die FAZ und vielleicht noch die Regionalzeitung, dann war ich, und dann hat man ja meistens noch die Zeit gehabt vielleicht, wenn man, und die kam donnerstags, dann war man politisch und gesellschaftlich und vom Feuilleton am bestens informiert und hat vielleicht noch die Tagesschau geschaut und dann war man beim Thema Medien, beim Thema politisches Wissen war man auf der sicheren Seite. Das ist heute einfach nicht mehr so. Das hängt einfach damit zusammen, dass Informationsvermittlung eben nicht nur mehr, ne? Mittlerweile spricht man ja von den Staatsmedien oder von den, die sogenannten Qualitätsmedien, dass es eben nicht mehr ausreicht, weil Informationen sich ganz anders vermitteln lassen. Und wenn Sie sich mal Lust haben, machen Sie sich mal den Spaß und schauen einfach mal eine halbe Stunde, auch nicht nur auf YouTube, sondern auf Facebook, lassen Sie sich einfach mal Videos zeigen. Und zwar, wenn Sie das, und zwar nicht von Ihrem Profil, sondern von dem Profil Ihrer Kinder oder von Jugendlichen. Weil die Videos werden ja nutzergerecht Ihnen zugespielt
Und dann werden Sie feststellen, dass da dann Informationen kommen, die, mit denen hätten Sie nie gerechnet. Die sind teilweise spaßig, die sind teilweise humorvoll, die sind teilweise aber auch so abstrus, dass ein veganer Koch plötzlich sich zum Revolutionär und zum Hüter der Demokratie in Deutschland aufschwingt. Ja? Also das ist genau das, was ich glaube, dass wir in dem Bereich der Kompetenzen für dieses digitale Zeitalter da auch hinschauen müssen, wo das digitale Zeitalter stattfindet. Und zwar eben nicht nur in der Papierzeitung oder in der Tagesschau oder in der Mediathek, wenn ich dann die Tagesschau oder heute anschaue, sondern tatsächlich, wo auch Informationen stattfinden und wo man sich Informationen holt. Ich bin deshalb, Sie kennen vielleicht so die sogenannten 4 Cs oder die 4 Ks, und zwar also kritisches Denken, Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität. Die finde ich, das werden ja immer auch die 4 Kriterien genannt für das digitale Zeitalter. Ich bin aber schon längerer Zeit auf das sogenannte 6C-Modell gestoßen. Und das wurde nämlich ergänzt um Charisma und Coolness. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil wenn wir aktuell nicht nur die Medien, aber auch wenn wir die Gesellschaft haben, man hypt ja Themen von heute auf morgen und nächste Woche ist es wieder vergessen. Also abgesehen von Corona, das jetzt seit Monaten. Aber es ist einfach so, dass ja alles hochgepusht wird. Und ich möchte es an einem Beispiel festmachen, an dem Sie sich vielleicht erinnern, und zwar letztes Jahr an Weihnachten oder kurz nach Weihnachten. Ja, da ging das Video durch die Medien. Meine Oma fährt mit dem Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine Umweltsau. Ja, Sie können sich vielleicht daran erinnern. Und dann musste ich glaube, der Herr Laschet oder musste sich, oder nee, der Herr Buro vom WDR musste sich dann öffentlich dafür entschuldigen, dass der Kinderchor des WDR dieses Lied gesungen hat. Interessanterweise ist, dass dieses Video beispielsweise Anfang Dezember schon aufgenommen wurde. Das hat keinen Menschen interessiert. Und dann ist auch genau eins passiert. Es gibt gerade bei den Menschen, die der Meinung sind, es braucht eine Alternative für Deutschland. Und es gibt bei bestimmten Gruppen Leute, die sind Experten im Bereich der Social Media, die durch Social Bots, die durch gezielt solche Themen pushen, dass sie eine gewisse Macht erreichen oder eine gewisse Resonanz erreichen und dann erst taucht es in den Medien auf. Und das Interessante war, dieses Video hat keinen Menschen interessiert, bis dann durch diese Bots, und das sind Computerprogramme, dieses kurz vor Weihnachten eine Größe erreicht hat, dass auch die Bild-Zeitung darauf angestoßen ist. Und sobald dann das in die Medien kommt, wird es praktisch zum Politikum. Und das zeigt, wie heutzutage Medien funktionieren, wie Informationspolitik passiert. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir erkennen müssen, dass es auf der einen Seite kritisches Denken braucht, ganz klar, dann, was ist richtig, was ist falsch, aber auch ein Standing, also Charisma, wie bin ich als Person, was möchte ich, wer bin ich, wie trage ich mich vor, wie kann ich mich gut verkaufen. Auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Coolness, dass ich eben nicht auf jedes Thema anspringe, dass ich in stressigen Situationen einen kühlen Kopf behalte, aber auch beispielsweise so Dinge wie Zeit einteilen. Ich möchte ein Beispiel am Thema Charisma nur festmachen. Sie alle kennen unsere Bundeskanzlerin. Unsere Bundeskanzlerin war 2000 in der Lehman Brothers Zeit, in der Finanzkrise, wurde sie als Krisenmanagerin gefeiert. Bis vor einem Jahr hatten wir, glaube ich, alle, ja, nee, die Frau hat keine Visionen, die ist langweilig, wir brauchen jetzt mal einen frischen Wind, wir hätten gerne so jemanden wie den Präsidenten aus Kanada oder vielleicht die aus Australien oder aus Neuseeland, die sind jung, die verkaufen sich besser. Und jeder sagt dann, ja, eigentlich wollen wir was anderes haben. Und das Interessante ist, jetzt in der Corona-Zeit, jetzt habe ich das Wort doch verwendet, plötzlich wird sie als Krisenmanagerin wieder gefeiert und gezeigt, weil sie eben dann in der Zeit cool bleibt, aber auch belastbar ist und vielleicht nicht sofort jede Entscheidung trifft, die dem ja in den Medien verlangt wird. Und das sind so Themen, die man, glaube ich, aus meiner Sicht den Jugendlichen heute auch vermitteln muss, dass es eben nicht mehr darum geht, Dinge nur auswendig zu lernen, sondern Dinge zu hinterfragen, sich
zu kommunizieren, und zwar auch richtig zu kommunizieren, vor allem aber auch verständlich kommunizieren und offen zu sein, mit anderen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist, glaube ich, das, was in Schule beispielsweise, und zwar nicht bei den Schülerinnen und Schülern fehlt, sondern aber bei den Lehrern. Sie haben ein Lehrerkollegium, das besteht so in der Regel bei einem Gymnasium zwischen 60 und 80 oder 100 Lehrkräften. Und die Problematik ist da, dass die Lehrkräfte alle also im Endeffekt Pädagogik studiert haben. Das heißt, da gibt es keine fachfremden Menschen. Das, was wir vielleicht oder was Sie aus Ihrem Beruf gewohnt sind, dass der Ingenieur mit der Buchhalterin, mit dem Controller, mit dem Geschäftsführer, mit dem Projektmanager zusammensitzt und Themen gemeinsam erarbeitet, das fehlt da. Das sind Lehrer einfach nicht gewohnt, weil Lehrer immer nur unter Lehrern sind. Wenn Sie Lehrer zu Hause kennen, im Berufsleben haben, das Spannendste ist, gehen Sie mal auf einen Lehrergeburtstag. Da sitzen nur Lehrer und die reden nur über Schule. Also, und das heißt, auch da ist es wichtig, dieses Aufgreifen, Aufbrechen innerhalb von Schule zu sagen, okay, es gibt auch andere Berufe, die nehme ich damit rein. Und aber auch, und das ist genau der Punkt dann, dass Schüler erkennen, es gibt dann auch jemand anders, der mir was beibringen kann. Also deswegen gibt es ja Sie haben vielleicht das mitbekommen, eine der größten Pädagoginnen in dem Bereich hatte jetzt ihren 150-jährigen entweder Geburtstag oder Todestag mit Montessori, die ja genau so was gefordert hat. Ja? Geht raus und lernt das Leben kennen und lernt am Leben. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die heutzutage ganz, ganz wichtig sind. Jetzt kann man sagen, dieses 6C-Modell, so wie es hier ist, ja, super, klingt gut, müssen wir alles machen, alles, was früher kaputt war oder alles, was wir früher hatten, das muss weg. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal eins beweisen, dass es dieses 6C-Modell schon lange gibt. Und zwar, ich bin aus Nürnberg, bin in Würzburg geboren, also ich komme aus Bayern, ich bin Franke und wohne in Bayern. Und ich möchte Ihnen einfach mal nur das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz zeigen. Und dann können Sie sich überlegen. Also, die Geschichte, Kultur, Tradition, Brauchtum, ja, Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur Heimat zu wecken. Gut, das kommt jetzt im 6C-Modell ist erstmal nicht vor. Aber dann Rechte und Pflichten, Familie, Staat und Gesellschaft. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Also dieses Thema, gut, das andere ist natürlich dann, kommt im 6C-Modell jetzt auch nicht vor unbedingt, ne, dass Buben, junge Männer ermutigt werden, ihre Vaterrolle wahrzunehmen und Familie und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen. Da steht da wirklich. Also von daher, wenn Sie Kinder haben oder wenn Sie noch einen Mann oder irgendwie eine Beziehung suchen, suchen Sie einen Mann aus Bayern oder eine Frau aus Bayern. Da ist das Thema in der Schule geklärt, dass der Mann im Haushalt helfen muss. Was aber, und das ist für mich der spannende Punkt, was für mich Gesellschaft und aber auch angeht, ist tatsächlich dieses Einsatz für die freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. Also das ist da im Gesetz drin und das sind Themen, die auch aus meiner Sicht vermittelt werden, aber vielleicht nicht in der Form, wie man es heute braucht. Aber viel spannender ist der zweite Teil, und zwar auf die Arbeitswelt und auf den Beruf vorzubereiten. Und wenn die Arbeitswelt und der Beruf die Zukunft ist, dann muss ich eben auch auf diese Zukunft vorbereiten. Und wenn da gefordert wird, dass ich kooperativ zusammenarbeite, dass ich kritisch denken kann, dass diese Kompetenzen gefordert werden, die Kompetenzen des digitalen Zeitalters, dann ist das die klassische Aufgabe von Schule. Und dementsprechend steht es da auch. Und da gibt es aus meiner Sicht auch, da muss man Schule auch in die Pflicht nehmen. Denn eins ist auch klar, es geht darum, überliefertes und be bewährtes Bildungsgut zu vermitteln, aber eben auch mit Neuem vertraut machen. Und wenn man aus meiner Sicht jetzt dieses 6C-Modell, was jetzt halt relativ neu ist für das Internetzeitalter, für die Digitalzeitalter, da drüber legt, dann wird man feststellen, dass die Schnittmenge sehr, sehr groß ist. Jetzt ist nur die Frage, und die kann man berechtigterweise stellen, warum, wenn da das alles so im Gesetz steht, warum findet das in Schule so nicht statt oder nur bedingt statt? Ich möchte das an einem Beispiel festmachen, das Sie vielleicht nur aus der Presse kennen. Ich möchte an zwei, bevor ich dazu aber komme, möchte ich Ihnen Dinge aus meiner Sicht Dinge nennen, die dazu gelingen müssen.
Was mir fehlt und was ich täglich wahrnehme, ist, dass die Lehrerausbildung in Deutschland zu heterogen ist und dass da aber auch die Lehrerausbildung nicht zukunftsfähig ist oder auf die Zukunft ausgerichtet ist. Wenn Studierende in einem Studium, an der Pädagogikstudium, es schaffen, ein Studium durchzuführen, ohne dass sie mit digitalen Medien arbeiten müssen oder mit dem Thema Digitalisierung und digitalen Kompetenzen das durchführen können, dann läuft in dieser Lehrerausbildung was falsch. Wenn Lehrer im Studium sich mit dem Thema Heterogenität und Interkulturalität nicht auseinandersetzen müssen, dann läuft da was falsch. Das heißt, das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich, und das fällt mir immer auf, ich bin auch öfter im Ausland bei unserer Partnerstadt in Glasgow oder auch in anderen Ländern, dass diese Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule dort ganz anders gelebt wird. Das heißt, man sieht sich als Partner auf Augenhöhe. Nicht immer, das ist klar, aber dieses auf der einen Seite sind wir guten Eltern, auf der anderen Seite sind die bösen Lehrer oder umgedreht, die Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder, was soll ich denn noch alles machen? Das funktioniert nicht. Also das heißt, aus meiner Sicht braucht es in dem Bereich diese Erziehungs- und Beziehungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule muss gestärkt werden. Und letzter Punkt, der für mich vorletzter Punkt, der für mich ganz wichtig ist: Es braucht eine Professionalisierung des Schulleiters. Sie alle waren in der Schule und Sie haben das vielleicht auch teilweise mitbekommen. Ich war ein guter Lehrer und dann werde ich befördert und irgendwann aufgrund meiner guten Beurteilung, die ich bekommen habe, weil ich Personalrat war oder weil ich in der richtigen Partei oder in der richtigen Gewerkschaft bin, bin ich Schulleiter. Und es gibt aber keine echte Qualifikation für Schulleitungen. Und Schulleitung ist ein knallharter Managementjob. Sie haben die Verantwortung für 80 bis 100 Mitarbeiter. Sie haben die Verantwortung für ein Schulbudget, das dann dementsprechend teilweise in die Hunderttausende geht. Und Sie haben die Verantwortung für vielleicht 1.000, 1.500 Schüler. Und das ist ein knallharter Managementjob. Und das kann ich nicht machen, nur weil ich mal ein guter Lehrer war. Das heißt, auch da braucht es eine Professionalisierung. Und der letzte Punkt, und das ist aus meiner Sicht auch das Thema, was den Digitalpakt falsch läuft, ist die ungleiche Ausstattung der Schulen mit Finanzen. Ich weiß es nicht genau, inwieweit Sie mit dem Thema involviert sind. Also Sie müssen sich das so vorstellen, die Bundesländer sind in der Regel für die Inhalte, also für die Unterrichtsinhalte, Lehrpläne zuständig und sie sind für das Lehrpersonal zuständig. Für die Ausstattung der Schule, das heißt also Hausmeister, für die Klassenzimmer, Technik, IT-Infrastruktur, sind es die Kommunen oder die sogenannten Schulträger oder Sachaufwandsträger. So, das heißt also, dass die Ausstattung einer Schule ist davon abhängig, einerseits, wie viel Geld eine Kommune hat oder wie viel Geld eine Kommune für Bildung ausgeben will. Das heißt, wenn ich eine strukturschwache Kommune bin, dann habe ich natürlich weniger Geld zur Verfügung für meine Schulen, als wie wenn ich, mein Lieblingsbeispiel ist dann immer der Landkreis Erding, der den Flughafen hat. Gut, die haben jetzt aktuell durch Corona auch Probleme, aber die haben dann ein ganz anderes Finanzbaustein. Das heißt, es braucht aus meiner Sicht eine bedarfsgerechte und nachhaltige Finanzierung der Schulen. Und das kann nicht sein, dass das dann immer davon abhängig ist, wie stark diese Kommune ist oder wie schwach diese Kommune ist. Und ein Beispiel, und das, ich habe es jetzt doch mit dabei, das ist der Digitalpakt. Ich gebe Ihnen einfach mal nur diese Folie, die sagt Ihnen, ja, der Bund gibt 5 Milliarden Euro und Sie alle haben dann sofort das Bild im Kopf, wie die Frau Kalitschek sagt, ja, davon können dann die Schulen Tablets für die Schüler kaufen. Und Sie haben vielleicht auch letzte Woche im Handelsblatt oder in den Medien mitbekommen, ja, die 5 Milliarden sind ja erst 15 Millionen ausgegeben worden. Das stimmt alles hinten und vorne nicht. Der Digitalpakt ist ein Infrastrukturpaket. Da geht es um LAN und WLAN, um Vernetzung, um Server in Schulen. Das Thema Endgeräte macht maximal 20% des Geldes aus. Das Thema, diese 15 Millionen, das ist der abgerechnete Betrag, den bisher der Bund gezahlt hat. Ich mache Ihnen ein Beispiel dazu. Die Stadt Nürnberg hat 25 Millionen Euro bekommen und von diesen 25 Millionen Euro aus dem Digitalpakt fließt fast
den Großteil in Infrastruktur. Und zwar Infrastruktur heißt LAN und WLAN in einer Schule. Wenn ich aber LAN und WLAN in einer Schule aufbaue, brauche ich die Planung, ich brauche die Bauplanung, ich brauche die bauliche Umsetzung, ich brauche die Abrechnung. Und wenn ich das an einem durchschnittlichen Gymnasium in Nürnberg mache, ist es ungefähr 1 Million Euro. Das heißt, von der Planung bis zur Umsetzung vergeht mindestens ein Jahr. Der Digitalpakt ist letztes Jahr im November verabschiedet worden. Das heißt, selbst wenn ich da schon das Geld ausgegeben, also mit dem Bau angefangen hätte, würde ich die Abrechnung wahrscheinlich erst 2021 machen. Das heißt, diese 15 Millionen, die da aktuell durch die Medien geistern, sind als Zahl völlig wertlos, weil entscheidend ist was ganz anderes, wie viel Geld aktuell schon in der Verplanung oder in der Planung ist. Und da behaupte ich, dass das mehrere Milliarden sind, weil die Kommunen versuchen, das Geld so schnell wie möglich in die Schulen zu bringen. Was bedeutet das jetzt für uns? Was haben wir gemacht bei unserer Digitalstrategie? Und deswegen auch das als letzte Folie aus der Nürnberger Seite. Wir haben versucht zu sagen, okay, wir bringen dieses Thema Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter in eine Strategie, die besteht aus drei Säulen. Einerseits tatsächlich das Thema Ausbildung und Fortbildung. Da geht es wirklich darum, genau das, was ich vorhin besprochen habe. Auf der einen Seite müssen die Lehrer die Technik beherrschen, aber sie müssen auch mit der Digitalisierung, was ist Digitalisierung, was bedeutet Digitalisierung in der Zukunft für die Gesellschaft, für die Arbeitswelt. Und die Lehrer sind hoch interessiert an dem Thema. Wir hatten mehrere Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz, die hatte nichts mit Schule zu tun, die waren ausgebucht. Also das heißt, die Lehrer haben Interesse an dem Thema. Das zweite ist das Thema Ausstattung und Infrastruktur. Das heißt, wir müssen die Schulen so befähigen, dass sie auch mit Digitalisierung arbeiten können. Und wenn es dann heißt, beispielsweise im Thema Bürokratie, man braucht erstmal ein Medienkonzept, um LAN oder WLAN zu beantragen, dann ist das aus meiner Sicht vielleicht nicht unbedingt der richtige Schritt, weil wie zu Hause auch gehören solche Dinge zur Grundausstattung eines Gebäudes. Und wenn Sie sich überlegen, ich weiß jetzt nicht genau, wo Sie überall wohnen, aber stellen Sie sich vor, Sie würden umziehen, würden Sie in eine Stadt oder in eine Gemeinde ziehen, wo es weder Handynetz gibt, wo es kein DSL gibt oder kein Glasfaser-Internet, wo Sie nur normales Telefon haben. Und deshalb gehört in jedes Schulgebäude, egal wo und auch für welche Altersstufe, Strom, Wasser, Datennetz. Und das brauche ich nicht pädagogisch begründen. Im Endeffekt ist das die Grundausstattung. Was ich pädagogisch dann begründen kann oder auch entwickeln kann, das ist dann tatsächlich die Anwendung von Instrumenten, von Hardware, von Software. Aber die Infrastruktur, die muss aus meiner Sicht unabhängig sein von pädagogischen Konzepten. Das ist das, was wir in Nürnberg machen. Und zum Abschluss eine meiner Lieblingszitate. Sie kennen den jungen Mann vielleicht noch aus den 80ern und 90ern. Das ist Wayne Gretzky. Der hat mal gesagt, geh nicht dahin, wo der Puck ist, sondern geh dahin, wo der Puck sein wird. Also das ist ein bisschen so mein Ziel, zu überlegen, okay, ich weiß zwar nicht, wo die Zukunft ist, aber bevor ich in der Vergangenheit und der Gegenwart festhänge, versuche ich zumindest mal in Zukunft zu laufen. Und wenn ich mich dann verlaufen habe, dann kann ich immer noch zurück in die Gegenwart. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich bin jetzt genau 7 Minuten über der Zeit, aber ich freue mich jetzt einfach auf die Diskussion. Herzlichen Dank.